So, wie ihr sagt, möchte aber auch für alle begrüßen wollt hier drüber. Wie gesagt, wir werden jetzt zusammen prüfen. Bei zum Warm und machen dann die Leder eine schöne Pause und dann fahren wir wieder zurück. Hoffe ich jedenfalls, dass wir hier unten wieder ankommen. Weil den letzten Fährmann, den sieht man nämlich schön drei Tage und dann immer. Tja. Ja, da musst du aber auch wissen, wo du fährst, wenn du da kommst. An der Stelle, wo du es ausgewählt hast. Naja, dann ist es ja auch. Ja, und damit hier. Du hast ja auch wieder so viel. Ja, jetzt kommt wieder die Katastrophe. Nein. Ihr alten Garten, ihr kriegt nicht, wir haben selber nicht. Aber ist das nicht traurig für so einen Garten? Ja, das ist ein schöner Pappenbier, das ist eine kleine Brauerei in der Altstadt bei uns. Ja, die Brauerei wieder aktiviert. Die kannst du hoch und runter schmeißen. Also gibt es jetzt bei den Brauchen zu verschwinden. Sinos lag es wundert, wenn ich in der Hand fällt. Oder Kugler gefunden. Ich habe mir drei Hähne angeschafft, wenn ich nur dürfte. Die Hühner hätte ich weggelassen. Drei Hähne auf dem Zaun. Was wäre das früh ein Erwachen? Du brauchst nur Ja sagen und schon gehe ich beim Hühnerhandel. Gott sei Dank passiert das nicht. Jetzt ist es ein bisschen ruhig. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Weil nämlich, wie gesagt, wir haben eigentlich in die Wochenenden immer insgesamt 12.000 Leute hier. Ja. Und das Museum da war auch voll. Ja. Wie die das nun, die haben angeblich ein Konzept erarbeitet. Aber ich fahre ja sowieso die Weihnachten nicht mehr mit, das werden die jungen Leute machen. Aber wie gesagt, ob das wird, kann ich mir nicht vorstellen. Bis jetzt noch nicht vorstellen. Warum sind wir denn hier gestanden, haben, dass die Vögel wirklich die ganzen Holunder gern werden? Ja, die haben die dann richtig runtergeräubert. In den letzten 14 Tagen, davor habe ich ja geguckt. Ja, da waren ja noch Kunde dabei. Nur da habe ich noch gedacht, naja, das wird ja gerade. Jetzt von wird ja reichen dann. Ich habe mal. Aber hier diesen Kanal sind wir noch nicht lang gefahren. Ja. Der ist auch noch voll. Der hat auch noch viel zu tun, hat er gesagt.
Ja, das ist schön zu tun. Stand das wieder. Aber ganz schön zu tun. Da waren wir auch schon mal. Ja, wie gesagt, die Hitze verlassen Österreich. Aber gut, dann ist es nicht. Das ist nur die Ernte. Kein Paddel. Sim. Hallo. Hallo. Hi. Möchte von euch jemand ein Schmalzbrot ja, oder ein Gurkenmix, Kaffee, Eis? Ich möchte ein Schmalzbrot. Würden Sie vorhin einmal die Kette vom Kahn hochreichen? Ich nehme auch ein Schmalzbrot. Oben zwei Schmalzbrote. Geht sofort los. Ja. Schlängeln uns jetzt nach Lübben. Also wer ein, zwei Mal gewesen ist, ist überhaupt kein Problem, nicht? Sich zu orientieren. Haben Sie es gerammt? Gerammt und geraten. Aber das ist doch das Video. Hallo. Hallo. Festhalten, damit wir sie hier anwenden können. Wir werden mal die Kette einhängen. Kleinen Moment mal. Ja, da hinten ist nur größer. Den kriegst du doch nicht. Waschmaschinentrommel kannst du bei mir zu Hause auch fotografieren. Da gehst du hinter zum Prinz, da kannst du mehr. Ja, gut, die Kunden kommen raus. Ich bin mal beim Bau dabei gewesen. Da haben die Ungarn für den Decker vorgedeckt. Das war bei Rot. Und da haben sie denen erzählt, wie es ja normalerweise auch ist. Im Sommer ist es kühl und im Winter ist es warm, das Winter. Aber wenn die Seiten alle noch offen waren. So, und da ist der Brunnen, sehen Sie, wenn Sie vielleicht mal einen Prinzen küssen wollen oder ähnliches, oder einen Froschkönig, ne? Vielleicht wird es ein Prinz. Letztes Mal hatte ich hier hinten ein Pärchen, da sagt die Dame, hier, mein Prinz sitzt neben mir. Und wenn Sie es glaubt, wird die Dame schon auf Fleisch machen. Jeder hat ca. 150 Einwohner. In Bayern sind sie eigenständig, aber leider ein Kauf nicht, kein Dorffest und kein Schützenfest. Ja, da haben die Frauen immer ihre Spreewaldtrachten an. Der Spreewaldmann, der hat es ja früher nicht einfach. Ja, die Frau hatte früher sehr gute Regale, später die alle hochgelegt hat, da war die Nacht vorbei. So, und da oben haben Sie mal dieses hier Kreuz zeigen, das stellt einen Schrank vor. Können Sie nur den Schrank wenig darstellen und das Haus vor sämtlichen Schrank. Thank you.
Nein, die ist das nicht, die geht da lang zwei Kilometer nach. Die ist aber auch ganz schön da. Ja, aber das war nicht gut aus. Du meinst, das war da? Ja. War die andere da? Hm, die waren da. Ja. Du hast die Balkenlage ausgewechselt, hat das dann wieder auf die Feldsteine gesetzt, die hat man zwar jetzt im Beton gelegt, aber die Zwischenlagen stellenweise sehen sie noch, dass die mit der Hand behalten wurden. Das Dach ist auch neu gewacht worden, da ist aber das Moos schon mal runtergekratzt worden. Weil das im Laufe der Jahre dann durch die Folgen sehr vermoost. Ja. Mhm. Und dann geht die Feuchtigkeit dann hier aufs Dach und aufs Dach. Mhm. Na, das wird ja auf diesen aufgepackt, auf das Gestell. Das ist irgendwie ein Gestell und das Heu wird um die Stange drumherum gepackt. Festgetreten und dann in kegelige Form, dann kommt drum noch ein Kronen aus Heu rüber und dann. Durch diese Form regnet das ja ab. Ja, ne. Ich auch nicht, ich im Moment, ich fahre hier vorne links rein, dann machen wir das gleich mal mit diesem Zahler rein. Aber wir nehmen den wieder mit. Na, das ist man dann nicht. Das ist ja nun gar nicht. Ja, das war mal ein Gast drin, der hat damit gemeint, früher war das auch mit Band oder mit Transfusion. Und der Das geht ja schon mal einsteigen, das sind die Dinger. Ja. Stell dir mal vor, das wackelt schon. Das wackelt und dann tippst du gleich um. Aber ich glaube, das ist stabil. Ich habe das erst beobachtet, als die eingestiegen sind. Oder hat unten noch einer drin angebunden? Nein, nein. Einzelne, die haben die Schuhe reingehen müssten. Nee, die sind nicht so noch aus. Die sehen zwar schön aus, aber. Aber sind die höher. Aber das ist ja das Große. Aber Spray unten waren die, die waren ja so die hoch waren ja wie noch, ich. Die waren ja noch weißt du was? Da versuchen wir erstmal bei der linken Seite. Dann läuft es immer zu, Tschüss!
Ja, die Patteln so ist die Seite, jetzt haben sie es in den Köpfen beide gesagt. Nee, auch immer noch nicht. Jetzt. Und die älteren Leute, die haben denen so mit die Kinder animiert, springt da rein. Die sind reingesprungen und die Alten alle zack auf die andere Seite. Das war doch gar nicht die. So, und da war das Wasser natürlich nicht so angenehm. Da wissen Sie, das kann ja passieren, da kann ja vieles passieren. Aber das Wochenstroh wurde gewässert und wurde wieder eine Puppe oben drauf gesetzt. Befestigt, aber das gibt es kaum noch, so ein langes Rockenstroh kriegen sie. Nee. Das sieht ja auch so aus, wenn wir die Fenster liegen. So, links, wie gesagt, ist da die ehemalige Dorfschule. Da sind früher mal die Kinder zur Schule gegangen, ist aber schon eine Weile her. Das gibt es ja nicht mehr. Deswegen, die hier noch hier sind, die gehen noch mit auf die Schule. Und da vorne haben wir aber glückliche Hühner. Zeigen Sie das Fass, da zeigen Sie den Burg, Straubel, Zmitten und überall so, bloß das steht eigentlich nur bei uns. Mhm. Das ist genau wie mit dem ersten Spreewald-Krimi, die Moorleiche. Ja. Stark einer, der ist im Vorgängerfilm verbrannt. Gut, aber sowas gibt es ja im Film überall. Ja, gibt's sogar Wecker. Ja, Heubuchten gibt's hier, ja, wo du schlafen kannst. Ja. Kann Daniel auch machen. Heubuchten. So, da hinten haben wir nochmal, vorhin haben wir sie nicht gesehen, aber hier haben wir ein paar Kamerun-Schafe. Ja. Diese braunen oder die anderen so ein bisschen heller. Das ist ja bei uns anders, ne? Ja. Wenn die Poststraße da hochfahren, da hat man auch immer wieder den Gabelstapler. Du bist deine Семьёй, правильно говорят? Genau. Hauptsache, die machen nicht die 8-Stunden-Fahrt.